Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen bei der zweiten Episode hier. Es geht direkt laut und verrückt zu. Willkommen bei Deadline. The player takes on the role of a stressed computer science student. A deadline draws near, causing his environment to be filled with flashing messages of anxiety. He can go to his laptop and start programming. The code he types is actually the source code of this game. Okay, that's cool. However, he can also just put on his coat and leave the house, go outside into the snow and explore the city at night and realize just how tiny his problem really is. Klingt melancholisch und ruhig, aber wie man merkt, es ist laut, flashing und wütend und aggressiv und gerockt und verrückt und wow, wow, wow. Okay, was haben wir hier? AD und Space, okay. Deadline looms, no time for fun, don't slack off, suffer, go, 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 can't pass, don't socialize. Oh no, Deadline looms, no time left, oh fuck, ich muss einen scheiß Code machen. Okay, ich kann hier rechts und links laufen. Rechts ist nichts mehr. Links ist ein Neger. No time left, I'm going to fail, ein fetter Neger, okay. Space. Okay. Can't pass, okay. Weil da Can't Pass stand und eine große Gestalt. Ich dachte, da wäre ein großer schwarzer Mann, aber tatsächlich ist es meine Jacke, mein Code. Okay, ist mein Code hier. Ich habe meinen Code jetzt an. Links geht's wohl raus, okay. Aber nein, ich muss diesen scheiß Code machen. Es kann nicht so schwer sein. Ich code jetzt einfach. Hier ist eine große schwarze Box jetzt. Okay, das ist cool. Ah, okay. Ich kann einfach Tasten drücken, dann code ist er. So, ich code jetzt die Hölle hier raus, komm. Ich muss mich konzentrieren. Ich brauche keinen Spaß, ich brauche keine Menschen, ich brauche keine Ruhe. Einfach Druck, ganz auf Deichkind hier. Nimm dir einen Schluck, ich schaff das. Okay. Ich bin ja einfach die Hölle am rausfahren. Komm, ich schaff das, ja. Okay. Ganz neue Affen-Immersion hier. Aber das der Code ist von dem Spiel hier, kann das ja nicht zu lang sein. Haha, denkt man, ne? Ne, ich weiß, dass es ein Haufen Arbeit ist, und auch viel Codearbeit und alles. Boah, ich halte es nicht aus, das ist einfach zu fucking stressig hier und ich habe keine Ruhe. Fuck it, ich... Ah. Jetzt eine Kippe rauchen wäre typisch, wäre schön beruhigend. Draußen im Schnee alleine. Die Musik ist nur noch ganz leise im Hintergrund. Die Probleme werden langsam weniger. Ah, und jetzt kann ich ganz... Ah. Es hat in der Tat was Beruhigendes, was leicht Melancholisches. Einfach abzuhauen. Ich meine, wir kennen das nicht. Ich meine, nicht in dem Zusammenhang jetzt, oder so stressig, aber einfach von einfach rausgehen, die Nacht und die Ruhe und die Melancholie genießen und durchs Dorf, durch den Ort streifen. Weg von dem lauten, hektischen Leben und von den Aufgaben. Ein bisschen flüchten, ein bisschen Ruhe für sich finden. Deutlich sinnvoller als irgendwelche Drogen, um das zu machen, einfach rauszugehen, die Natur und die Stille. Dann noch hier die eisige Kälte nachts im Winter, das ist herrlich, den Schnee zu stapfen. Und du bist nicht alleine. Du bist nicht allein mit deinem Problem. Hinter jedem Einzelnen der Gebäude, hinter dir, der Stadt, die immer kleiner wird, von der du dich immer weiter entfernst, hinter jedem Einzelnen dieser Fenster, der einzelnen Lichter bei Nacht, stecken andere Individuen, stecken andere Persönlichkeiten, andere Menschen, die auch alle ihre Probleme haben und ihr Leben leben müssen. Und du schaffst das, kleiner code-tragender Programmierer. Kriegst das schon noch hin. Wie der Schnee fällt, so geht es auf und ab im Leben. Und wenn diese ganzen anderen Menschen ihr Leben geregelt kriegen, wirst du es auch machen. Du wirst gleich einfach coden, du wirst den Kopf frei haben, du wirst in Ruhe, ohne Stress und ohne Zeitdruck, mit genug Schlaf, ohne dich selber zu vernachlässigen, den Code niederschreiben und das beste kleine Spiel aller Zeiten machen. Ich hoffe, der bringt dich jetzt nicht um oder so, aber es wäre ziemlich... Antiklimatik. Ha! Deadline! Bei Dave Jan. Oder Jan, keine Ahnung. Ja, das war Deadline. Was soll ich sagen? Ich finde, ein schönes kleines Spiel. Minimalistisch. Durchaus gelungen von der Idee mit den flashenden Ideen. Und der Musik und dem Kontrast. Ich fand, wie gesagt, die Stimmung war gut. Und
toller kleiner Monolog, Dialog von mir. Ja, was soll ich sagen? Ich find's echt cool. Ich hoffe, man hat nicht gemerkt, dass ich am Anfang ein bisschen schauspielern musste, was die Überforderung reingeworfen und so geht, weil das war leider meine zweite Aufnahme jetzt schon von dem Spiel. Ich habe versucht, das sehr ähnlich wie die erste zu machen, aber nicht ganz so gut hinbekommen. Das Problem ist einfach nur, nachdem ich bei dem ersten Video dieser neuen Indie-Reihe hier bei Hotel Paradise ja leider mein Mikrofon extrem nah am Mund hatte und das Spiel halt relativ leise war und diese Mischung hat man einfach nicht nur meine Stimme dominant gehört, was ja gut ist, wenn die dominant ist, sondern einfach jedes Schmatzgeräusch gehört beim Reden und jede Atmung und es war einfach zu nah und zu unangenehm, fand ich nicht gut. Demnach habe ich das Mikrofon ein Stück weggemacht, aber leider vergessen, den Sound leiser zu machen bei Deadline, erst im zweiten Spiel. Darum hat man gar nichts verstanden von dem, was ich vorgelesen habe, von dem, was ich gesagt habe. Darum war die Abmische scheiße. Jetzt habe ich das Spiel leiser gemacht und wieder mein Mikrofon näher am Mund. Vermutlich ist jetzt wieder mit den unangenehmen Geräuschen und alles, aber naja, was soll ich machen? Ich krieg das mit dem Audio-Setting schon irgendwie hin, auch wenn es halt sehr schwierig ist bei solchen Spielen, die keine Optionsmenüs haben und wo man direkt reingeworfen wird und dann direkt spielen muss teilweise sogar. Und da ist es schwierig, jedes Mal neu den Sound richtig auszufickern. Anyway, das war das. Deadline, schöne kleine Sache. Und für Lau hat auf jeden Fall Geld ausgegeben, würde ich mich natürlich darüber geärgert, 50 Cent oder so maximal, aber hat ja nicht jedes Spiel den Anspruch, so eine große Sache zu sein. Wenn ein Spiel die Sache, die es machen will, nämlich nur eine kleine nette Erfahrung sein und die Grundidee gut rüberkommt, wenn es das accomplished, dann kann ich schon sagen, jo, das ist cool. So viel dazu. Das war Episode 2 von meiner Indie-Reihe. Ich weiß nicht, wie ich die nenne. Wir werden jetzt ganz viele Videos am ersten Tag hochkommen. Ganz viele Videos am ersten Tag aufgenommen werden, am Stück. Und ja. Tschüss.